Mein Name ist Tom Hug. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr als Triathlon-Profi zu starten. Also ich habe eine Profilizenz gelöst, weil es eben auch langfristig mein Ziel ist, mich unter den besten Triathleten der Welt zu etablieren. Und ja, ich möchte mich halt einfach mit den Besten messen. Und das geht halt nur, wenn du auch gegen die Besten antrittst mit einer Profilizenz. Und Zell am See ist eigentlich schon ein optimales Rennen, sich zu messen. Mal schauen, wo die Reise hingeht die nächsten Jahre, ob ich auch einer von ihnen werden kann. Das ist auf jeden Fall mein Plan, ja. Der Wecker hat ja zum Glück erst um 7 Uhr geklingelt, 4 Stunden vor Rennstart. Habe mich eigentlich ganz gut erholt gefühlt und hatte Lust auf das Rennen auf jeden Fall, obwohl es schon genieselt hat und das Wetter jetzt nicht so optimal ausgesehen hat. Aber ich hatte auf jeden Fall Lust und ich habe mich bereit gefühlt. Dann, ja, wir haben gefrühstückt und dann ging es eigentlich auch relativ bald schon Richtung Rennstart. Wir sind dann vom Hotel ein kurzes Stück zur Zugstation gegangen, von wo wir dann den Zug genommen haben, der uns zum Rennstart gebracht hat. Und genau, dann nochmal in die Wechselzone gegangen, das Fahrrad angeguckt, was über die Nacht dort gelagert worden ist. Das Wasser nochmal aus dem Rahmen gekippt. Es hat über Nacht ziemlich geschüttet. Und bei mir ist da ein bisschen was in den Rahmen reingelaufen. Und das muss ich dann erstmal auskippen wieder. Aber ansonsten sah alles soweit ganz gut aus. Dann die Wechselbeutel nochmal angeguckt und ja, da ist mir der erste große Fehler unterlaufen, was mich dann in der ersten Wechselzone einiges an Zeit gekostet hat, aber darauf kann ich später nochmal zurückkommen. Ja, ansonsten ein paar Anfängerfehler gemacht oder was heißt vielleicht einfach unter Nervosität, kleine Vergesslichkeiten. Gerade als wir aus der Wechselzone rausgegangen sind vom Start, ist mir aufgefallen, dass ich meine Laufuhr nicht in den Beutel gepackt habe, die ich in der Regel zum Laufen bei der Mitteldistanz verwende, einfach um mich da besser zu pacen. Dementsprechend musste ich den ganzen Weg nochmal durch die Wechselzone gehen und mir schon aufgefallen, dass ich schon ziemlich nervös war. Und dann passieren halt solche Sachen relativ häufig, aber im Endeffekt hat alles gut geklappt. Und dann habe ich etwa 35 Minuten vor Rennstart mir mein Neo angezogen, sodass ich dann um eine halbe Stunde vor Rennstart ins Wasser springen konnte, um mein Schwimmwarm-up zu machen. Davor war ich kurz einlaufen, einfach um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Und genau, dann eben etwa 20 Minuten noch schwimmen vorm Start. Ich war eigentlich bereit für gute Dinge, hatte Bock aufs Rennen und dann ging es los um 11 Uhr. Es war tatsächlich für mich das erste Mal, mit so einem stark besetzten Feld an der Startlinie zu stehen. Also es waren ja doch einige große Namen. Wahrscheinlich der bekannteste, Sebastian Kienle, Ironman-Weltmeister von 2014. Aber auch andere erfolgreiche Athleten, Andreas Dreitz, Frederik Funk, der im Moment auf der Mitteldistanz ziemlich das Nonplusultra, zumindest hier in Deutschland, aber auch international ist. Jan Stratmann, der Titelverteidiger und viele mehr, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Aber das war auf jeden Fall schon ganz cool, mal ja, mit den Leuten, die man sonst eher vom Fernseher kennt oder aus selber als Fan verfolgt, mit denen dann an der Startlinie zu stehen. Ja, war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Der Start war eigentlich ganz gut. Bin eigentlich immer ganz gut an Füße gekommen. Ich habe mich so ein bisschen an die Dreiz gerichtet, den ich so ein bisschen vom Schwimmtraining hier aus Bayreuth kenne und wo ich wusste, dass ich bei dem einigermaßen gut mithalten sollte. Hat auch ganz gut geklappt, bis zur Hälfte der Strecke. Und dann irgendwann, ja, Mitte der zweiten Hälfte, habe ich dann einfach ein bisschen den Anschluss verloren. Konditionell, also von der Atmung her, hat es sich eigentlich gar nicht so anstrengend angefühlt, aber meine Schultern haben dann irgendwann einfach ein bisschen zugemacht. Ich weiß nicht, da muss ich vielleicht mit dem Neo nochmal gucken, dass ich da vielleicht eine Nummer größer nehme. Oder ja, auf jeden Fall war es dann einfach von der Muskulatur, von den Armen, ja, schon sehr anstrengend. Dementsprechend muss ich da leider ein bisschen reißen lassen. Aber im Endeffekt, wenn ich mir jetzt so die Schwimmzeiten anschaue, habe ich eigentlich nicht besonders viel verloren. Zumindest auf die Leute, die dann am Ende auch auf dem Podest standen. Also dementsprechend kann ich eigentlich recht zufrieden sein mit dem Schwimmen. Der Wechsel, ja, das große Manko oder das große Problem in meinem Rennen. Also es war ja so, dass für mich war es auch das erste Mal, dass wir eben mit diesen Wechselbeuteln in der Wechselzone zu tun hatten. Das heißt, unser Radhelm und alles, was wir fürs Fahrradfahren gebraucht haben, haben wir eben in diesen Beutel gepackt. Also weil die Beutel ja schon über Nacht dort standen und habe ich eine Schleife drum gemacht, damit da kein Wasser reinläuft über Nacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich die Schleife sehr schnell aufziehen kann wieder.
Aber nach dem Schwimmen, ich weiß nicht, vielleicht war es auch die Anspannung im Rennen, möglichst schnell alles jetzt durchzuziehen, habe ich einfach diese verflixte Schleife nicht aufbekommen. Und ja, wenn man dann schon Zeit verliert, wenn die Ersten, mit denen man in die Wechselzone kommt, schon wieder gehen, dann wird man natürlich noch nervöser und dann hat einfach gar nichts mehr geklappt. Ich habe kurzzeitig daran gedacht, den Beutel einfach aufzureißen, aber da musste der Neo und die Badekappe und so auch wieder in den Beutel rein. Und deswegen dachte ich, ja, bevor ich dann eine Zeitstrafe oder so bekomme, wäre auch schlecht. Also habe ich da im Endeffekt ziemlich genau eine Minute verloren, einfach nur um diesen blöden Beutel aufzubekommen. Was halt natürlich super ärgerlich ist, weil man sich da natürlich eine recht gute Ausgangsposition verbaut hat. Ich bin ganz knapp vor Sebastian Kienle aus dem Wasser gekommen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich bei dem hätte mitfahren können, aber ich glaube, es waren schon einige Leute, die mir vielleicht ein bisschen hätten aushelfen können auf den ersten 20 Kilometer, wo es noch flach war auf dem Rad. Und ja, dementsprechend habe ich auf die sehr viel Zeit verloren und habe mich dann im Endeffekt relativ alleine auf der Verfolgungsjagd dann auf dem Rad direkt nach der Wechselzone befunden. Das Radfahren, also ich war natürlich erstmal, hatte ein bisschen Wut im Bauch nach dem Wechsel und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich es aber wirklich rausreißen wieder. Aber hatte echt auch gute Beine. Es waren ja etwa 20 Kilometer, tendenziell flach bis zum großen Anstieg, dem Filzensattel. Und auch dort, im Filzensattel im Anstieg, konnte ich eigentlich ganz gut drücken. Habe ein paar Leute aufgeholt. Ich glaube, ein, zwei sind auch an mir vorbeigefahren wieder. Aber insgesamt hatte ich immer das Gefühl, dass ich gut Druck auf die Pedale packen konnte. Und auch von der Verpflegung hat alles sehr gut gepasst. Es hat leider geschüttet wie Sau. Also so hat es sich zumindest angefühlt beim Fahren. Was eigentlich beim Bergauffahren nicht das große Problem ist, aber dann die Abfahrt, besonders die ersten 2-3 Kilometer, waren doch schon technisch etwas anspruchsvoller und auch relativ steil. Und gerade wenn man die Abfahrt jetzt nicht so gut kennt, klar, ich bin sie 2 Tage davor einmal abgefahren, aber auch bei trockenen Bedingungen und so ganz jede Kurve kann man sich dann ja doch nicht ganz merken. Und dementsprechend war das schon eine heikle Angelegenheit, aber ist alles glimpflich ausgegangen und konnte auch danach, nach der Abfahrt, kontrolliert weiterfahren, mein Tempo weiter durchziehen. War leider auch da wieder relativ lang alleine, bis dann etwa bei Kilometer 70 sind dann 2 Leute, glaube ich, von hinten aufgefahren. Und da hat sich dann so eine kleine Gruppe gebildet, wo ich dann teilweise auch mal zumindest an zweiter Position mit den 12 Metern Abstand eben fahren konnte. Habe mich dann, ich weiß gar nicht, auf Position zwischen 20 und 25 etwa befunden und auch den Zeitabstand nach vorne konnte ich grob einschätzen. Das war das erste Mal, dass ich so ungefähr wusste, wo ich mich im Rennen etwa befinde. Ja. Zweite Wechsel hat gut funktioniert, bin einigermaßen flott in die Laufschuhe reingekommen, habe mir noch ein Gel mitgenommen, bin dann eigentlich zügig aus der Wechselzone auch wieder rausgekommen. Bin den ersten Kilometer, ich glaube, in 3:15 angelaufen, das hat mir zumindest meine Laufuhr gesagt. Obwohl ich relativ viel investiert hatte schon beim Radfahren, haben sich die Beine noch relativ gut angefühlt. Bis dann irgendwann nach 2-3 Kilometern mein Rücken ein bisschen zugemacht hat. Das hatte ich jetzt auch schon häufiger bei Rennen, dass die ersten Kilometer dann irgendwie vom Rücken her, von der Muskulatur, ein bisschen problematisch sind und ich dann so ein bisschen ins Hohlkreuz oder so fall. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, wo ich im Winter noch dran arbeiten muss, mit mehr Stabi-Übungen und solchen Geschichten. Habe ich vielleicht ein bisschen schleifen lassen in den letzten Monaten. Genau, dementsprechend hat mich das so ein bisschen ausgebremst, ehrlich gesagt. Ich wäre gerne noch ein bisschen schneller gelaufen. Ja, war zu dem Zeitpunkt eben nicht möglich. Und dann erst ab Kilometer 8, 9 etwa hat sich das gelöst, das Problem. Dann konnte ich so mein Tempo durchziehen, was meine Beine eben auch hergegeben haben. Ja. Die Strecke ist anspruchsvoll, weil es doch teilweise, an den Wendepunkten ein bisschen verwinkelt ist, immer wieder mal durch Tunnelunterführungen, auf und ab, links, rechts, dann zum hintersten Wendepunkt geht es halt so eine leichte Steigung immer bergan, bevor es dann in so einen Park, so eine Schleife geht, teilweise auch auf Schotter, auf bis kurze Wiesenstücke, die eben durch den Regen ziemlich aufgeweicht waren und dementsprechend die Sturzgefahr auch oder die Rutschgefahr einfach nochmal größer war. Ja, dementsprechend auf jeden Fall ein fordernder Parcours, aber insgesamt auch abwechslungsreich dadurch und war auf jeden Fall cool, direkt am Seeufer entlang, war auf jeden Fall eine coole Laufstrecke. Ja.
Also ich bin als 12. ins Ziel gelaufen. Gestern Abend nach dem Rennen haben wir noch gesehen, dass der Italiener, der ursprünglich auf Position 2 war, jetzt nicht mehr in Ergebnislisten mit drin steht, der jetzt auch bei der Siegerehrung nicht geehrt worden ist. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist jetzt meine finale Position, so wie es jetzt zumindest steht, Platz 11. Damit bin ich schon ziemlich zufrieden auf jeden Fall. Ich habe ja vor dem Rennen gesagt, dass eine Top 10 auf jeden Fall ein ziemlich gutes Ergebnis wäre für mein erstes Rennen im Profifeld bei der Besetzung. Knapp ja, 10 Minuten 40, 45, irgendwie sowas hinterm Sieger, Frederik Funk. Klar, natürlich ist es nochmal ein Brett auf jeden Fall. Das ist nochmal eine andere Liga, aber ich bin zuversichtlich, wenn ich zum einen die Fehler vermeiden kann, die ich gemacht habe und vielleicht noch ein bisschen an der Schwimm- und Radperformance arbeite, vielleicht auch mit ein bisschen besserem Material nächste Saison unterwegs bin, dass ich dann noch auf jeden Fall Zeit gut machen kann und mich dann hoffentlich peu à peu weiter an die Spitze arbeiten kann in den nächsten Rennen. Und wenn ihr meinen Weg weiter verfolgen wollt, wie ich mich so schlagen werde im Profifeld in den nächsten Jahren, dann abonniert gerne den Kanal und ich hoffe, es kommen noch weitere interessante Videos mit dazu. Jetzt nicht nur Rennvideos, sondern auch anderer Content. Da sind wir auf jeden Fall mal überlegen, was wir da machen können noch, besonders jetzt über die Offseason. Abonniert einfach den Kanal und ich freue mich, bald wieder zu berichten.